Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Pro Street, wo wir, bevor wir uns weiter auf dem Weg zum Drift King Aki Kimura machen, noch ein kleines Upgrade machen müssen, denn ich habe gerade nochmal beim Durchgehen der Tuning-Sache entdeckt, dass wir, wenn wir uns die Stufe 3 Bremsen für 21.500 einbauen, nochmal ein bisschen Kontrolle drauf bekommen und die kann uns nicht schaden beim Drift. Stop-Tag, ja, nehmen wir mal, auch wenn wir Brembo schon hatten, aber plus 7 gibt das nochmal oben drauf bei der Kontrolle. Das nehmen wir natürlich gerne, auch wenn es ein bisschen was kostet, aber nur das Beste im Kampf gegen den Drift King Aki Kimura. So, und hier geht es jetzt auch weiter im Tokyo Dockyard. 6 Drifts sind es da wieder, die angesetzt sind. Unser RX8 ist natürlich unser Driftwagen der Wahl. Den RX7 fährt ja Aki Kimura. Also es wird dann letztendlich hier im Drift ein Mazda-Duell sein von der neueren gegen die ältere Generation. Kops das auf Japanischen erklären, das wird schwer. Des Japanischen bin ich leider nämlich nicht mächtig. Ich mache das echt fertig, dass hier die fast alle immer mehr PS haben als wir. Aber das passt schon. Wir haben uns halt nicht für den PS-stärksten Wagen entschieden, sondern wirklich für den besten Driftwagen. Und verdammt günstig haben wir ihn ja auch erworben, das muss man mal sagen. Sonst setzen wir auf große Namen, aber hier beim Drift, da kann es ja auch der RX-8 richten. So. Ja, ich erinnere mich, dass wir hier in Tokio immer Probleme hatten beim Drift. Mal gelinde ausgedrückt. Naja. Das war eher suboptimal. Dritter sind wir, Dritter von unten, also Sechster sind wir damit geworden. Aber da muss natürlich mehr gehen. Ja, keine Ahnung, woran das jetzt liegt, dass wir da so schwach waren. Wir gucken einfach mal. So. Hier gleich mal Nitro Drift. Okay, das war schon mal deutlich besser. Wenn das jetzt kein Höchstgeschwindigkeitsdrift war, dann weiß ich aber auch nicht. So, schön langziehen hier. Ah, schade. Da waren wir nicht ganz oben dran. Ja, sind wir auch. Zweiter. Nur Yoshi Suzuki führt, aber wir könnten nochmal durchgereicht werden. Deswegen sollte eigentlich noch ein bisschen mehr durchaus machbar sein. Unser Mazda sieht auch schon wieder ordentlich lediert aus. Aber gut, das wird schon. Ja, das war jetzt eher suboptimal. Ich befürchte, das könnte schon der Sieg, ja, gewesen sein. Scheiße. Man muss halt irgendwie echt im Flow sein, sonst geht hier gar nichts. Ja. Apropos gar nichts gehen. Das könnte man stellvertretend, Alter, für diesen Lauf aufnehmen. Das war gar nichts. Mal sehen, welcher Platz es dann jetzt geworden ist. Ja, der vierte. Okay. Gibt kein Geld, gibt keine guten Punkte, gibt auch keine Freudenschreie meinerseits, aber wir müssen ja echt reinkommen. Also, es wird schon. Ja. Also, wenn da nichts Neues, Eventbezogenes kommt, dann werde ich das einfach mal überspringen, damit wir auch einen gewissen, eine gewisse Kontinuität, einen gewissen Flow drin haben in den Rennen.
ja, Ausreden gibt es jetzt wirklich nicht mehr. Jetzt sollte man einen Sieg her. Vierter Platz zum Auftakt ist jetzt nicht gerade das, was wir uns gewünscht haben, natürlich. Aber ja, 440. Okay. Ah, ich erinnere mich an diesen Drift hier. Mal gucken. So. Hier schön rumgezogen. Alter. Puh. Das ist schon schwer hier. Kann man nicht sagen. Achter sind wir nach diesem ersten Lauf. Das ist natürlich schon ein kleiner Schlag ins Gesicht. Mann, Mann, Mann. So. Hier wollen wir zwar ein bisschen mehr Punkte holen als eben. So in etwa. Alter. Ich will doch nur driften. So. Naja. 400 Punkte gesteigert. Das dürfte uns aber nur, ja, den vorletzten Platz bringen. Scheiße. Ja, der Anfang war eigentlich schon ganz gut, aber es ist wirklich schwierig. 2840 Punkte. Driftest du auch mal? Junge. Blamier mich doch nicht. So. Jawohl. Da haben wir jetzt endlich mal einen guten Winkel gefunden. Ja. Und das ist dann auch endlich mal der erste Sieg hier. Zack. Puh. Haben wir es nochmal rausreißen können im letzten Lauf. 7200. Oh, und der Bug. Ich sehe euch gleich wieder. Ja, das wird anscheinend hier noch eine Freude. So, erneut gab es einen Sieg bei dem zweiten Drift hier in Tokio für uns. Ähnliche Punktzahl sogar. Da wiegt der Bug nicht so schwer. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich nicht jedes Rennen doppelt offscreen machen muss. Das wäre ein wenig nervig. Ja, ja. Abseits der Strecke gesammelt, Offroad. In der Illegalität. Der Typ muss sich auch mal was Neues ausdenken. Egal. Drittes Drift-Event. Beim zweiten hatten wir gleich mal den Bug. Muss man gucken, ob das jetzt so ein 50-50-Spiel ist oder wie das irgendwie anders hinkriegen. Okay. Dieser Drift-Parcours sagt mir momentan noch nicht so richtig zu. Hier kann man aber sehr, sehr geil runterdriften. So. Das war schon mal äußerst in Ordnung. Ja, wir kommen nicht richtig ins Driften, ne? Nee. Zu wenige Punkte haben wir gegen Ende dann doch gesammelt. Tja, und so sind es dann nur 1800 Punkte. Aber hier ist auf jeden Fall auch ein Sieg drin. Bei diesem Drift. Und wir brauchen ja Siege. Also, 4 Siege Minimum. Würde ich schon denken. So. Dann let's go. So. Das war schon mal ein Hochgeschwindigkeitsdrift. So. Auch das war jetzt nicht gerade zu verachten.
Langer Drift Bonus. So, Nitro Drift gibt's auch noch mit, aber es fehlen halt irgendwie die fetten Punkte. Ah, 2-4. Wie liegen wir da insgesamt? Fünfter. Ich will ja eigentlich den Sieg. Aber nicht nur eigentlich, ich will den Sieg. Müsste eigentlich noch mehr drin sein für uns. So, 2800 Punkte sind gesetzt. So. Ja. Das war schon eher das, was ich mir vorstelle. Wir sind zwar nicht so schnell, aber wir sind ein bisschen besser in Driftstimmung, aber es wird wohl keine neue Bestleistung. Nee, keine Chance. Kacke. Okay, Frage ist natürlich, wie viele wir jetzt insgesamt werden. Sechster. Scheiße, Mann. Und jetzt wird der Bug wahrscheinlich nicht auftreten. Doch. Okay, ich mach das Rennen nochmal. Ja, und zeig euch dann am Ende, wie wir uns platziert haben. Ist schon echt nervig, die Scheiße hier. So, da sind wir auch wieder nach dem dritten Drift, den ich jetzt nochmal gemacht habe und diesmal mit 6 Plätzen besser abschließen könnte. Wir haben den Streckenrekord hier gebrochen und den Sieg geholt. Hier seht ihr es auch als erster. Aber Leute, ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Zwischen diesem kleinen Schnitt gerade lag ungefähr ja eine Woche, anderthalb, würde ich sagen. Wir machen mal mit dem vierten Drift gleich weiter, kann ich ein bisschen weiter erzählen. Und ich habe diesen dritten Drift ungefähr 20 Mal versucht zu machen. Immer wieder trat der Bug auf. Das Spiel ja, war komplett unspielbar. Man kam einfach nicht mehr weiter nach diesem dritten Rennen. Dann habe ich ein bisschen an den Kompatibilitätseinstellungen rumgetüftelt. Habe da ein bisschen was versucht zu drehen, weil ich es mir anders irgendwie nicht erklären konnte, dass es da nicht weitergeht. Habe dann da so lange rumgetüftelt, rumgefriemelt. Der Drift sieht aber jetzt ziemlich gleich aus. Auf jeden Fall war ich dann da im Endeffekt so lang zu Gange, dass irgendwann das Spiel nicht mehr spielbar war. Also man konnte es einfach nicht mehr starten. Boah, das ist jetzt hier aber ein guter Anfang. So habe ich es eben nämlich auch gemacht und diesen Sieg da geholt mit knapp 3000 Punkten. Na, auf jeden Fall, irgendwann lief es dann darauf heraus, dass ich so viel verändert hatte, dass ich das Spiel nicht mehr gestartet bekam oder es sich nicht mehr nach dem Startbildschirm weiterspielen ließ. Ja, was dann zur Folge hatte, dass ich gar nicht mehr weiterspielen konnte und nicht mehr so weit kam, dass der Bug auftrat. Okay, 2695 Punkte sind schon mal in Ordnung. Ist aber noch Tendenz nach oben. Und dann habe ich halt weitergeguckt. Ich kann es jetzt nicht mehr spielen. Was mache ich jetzt? Hab lange hin und her überlegt, habe gedacht, okay, ich save mir alle meine Spielstände und deinstalliere das Ganze mal. Einmal komplett runter von der Platte nehmen und wieder rauf ist eigentlich immer nicht das Falscheste. Hab das dann auch gemacht. Dann hatte das Spiel aber irgendwie extreme Mucken bei der Neuinstallation. Ist immer hängen geblieben bei einer gewissen Rate, egal in welchen Ordner man das installiert hat. Habe ich auch dann rum versucht. Dann irgendwie nach 5 Stunden Installationszeit hat sich dann mal was getan. Und das Spiel hat sich dann doch noch wieder neu installiert. Ich dachte schon, ich müsste das Let's Play abbrechen oder so. Gut. Dann hatte ich es installiert und ja, in der Zwischenzeit habe ich mir einen neuen Grafiktreiber gezogen, den aktuellsten. Jetzt zur PC-Version von GTA 5 ist da ein neuer Nvidia-Grafiktreiber rausgekommen, wissen vielleicht einige von euch, und der hat extreme Mucken mit NFS gemacht. Da hatte ich das Spiel ungefähr 10 Sekunden laufen, das neu installierte Spiel ganz frisch und ist immer hängen geblieben, also immer Grafikfehler. Wir sind noch Zweiter mit der Leistung, das ist in Ordnung. Immer der Grafikfehler. Pauschal ist das Spiel abgestürzt, abgeschmiert. Da dachte ich mir schon, alter Schwede. Dann habe ich auf den alten Grafiktreiber von der Grafikkarte zurückgesetzt. Dann ging es wieder. Dann konnte man das Spiel zumindest wieder spielen. Dann musste ich natürlich alle Audio-Einstellungen, eine Grafikeinstellung nochmal neu machen. Das war auch spaßig und nervig. Tja, und dann war ich im Spiel und plötzlich hieß es, die Spielstände können nicht geladen werden. Jetzt dachte ich, bitte,
nicht das ganze Profil weg. Wie ihr seht, habe ich es dann aber doch noch retten können. Es lag einfach daran, was das Spiel mir irgendwie nicht so gut vermittelt hat, dass der Spielstand auf der gepatchten Version war. Und da ich es gerade neu installiert hatte, musste ich mir den Patch jetzt nochmal ziehen. Und jetzt irgendwie nach gefühlten 5 bis 10 Stunden Vorbereitungszeit konnte ich dann diesen dritten Drift dann doch abschließen. Der Bug war irgendwie weg. Ich weiß jetzt nicht, ob er gleich hier nochmal nach dem Rennen auftreten wird. Das werden wir gleich sehen. Aber innerhalb einer Folge, so ein langer Schnitt und so viel Vorbereitungsfolge. Dieses Spiel macht mich wirklich fertig. So, Vierter sind wir geworden. Naja, das geht auf jeden Fall besser. Aber wir sind schon mal weitergekommen nach diesem Rennen. Und das ist doch schon mal eine Menge wert. Ich hoffe jetzt ja, dass die Probleme der Vergangenheit angehören. 6500 gewonnen. Und ihr könnt euch wirklich vorstellen, ich habe echt gedacht, ich muss das Let's Play abbrechen. Unspielbar, der Bug tritt auf, ich komme nicht mehr in den Spielstand ran. Es gab immer wieder einen Stolperstein, den das Spiel gestellt hat, aber diesmal soll es endlich klappen. So viele Punkte zur Dominanz brauchen wir, 16.000. Zweimal Erster, zweimal Vierter, jetzt müssen eigentlich nochmal, naja komm, bla bla bla, 2 Siege her. Anders können wir das hier wohl kaum regeln. Aber die 2 Siege können wir uns ja holen. Ich bin jetzt einfach nur so froh, dass es hier weitergeht und wir dieses Let's Play noch ehrenvoll, sage ich jetzt mal, zu Ende bringen können, weil das wäre natürlich echt scheiße gewesen, wenn ich mir da irgendwie den Spielstand zerschossen hätte. Oder der zerschossen wäre. Nach so langer Zeit, die wir hier natürlich schon noch rumgetüftelt haben, das wäre natürlich alles andere. Oh, schön. Schon mal 2000 Punkte hier gemacht. Nicht sehr elegant, aber so ist das manchmal. Da hätte ich mir natürlich richtig in den Arsch gebissen, wenn das der Fall gewesen wäre. Aber ich habe es dann doch noch retten können. Wir sind wieder hier. Ihr habt gar nichts gemerkt. Für euch war es nur dieser eine Schnitt von dem Drift. Aber für mich war es eine echte Tortur. Aber sie hat sich gelohnt. Jetzt klappt's. Der Aufwand hat sich gelohnt. Und 3630 Punkte. Damit sollte der Sieg in diesem Drift schon mal gesichert sein, sofern nicht wieder irgendwelche Komplikationen auftreten. Aber ich hoffe, dass das jetzt wirklich eine einmalige Sache war und wir jetzt wieder voll und ganz das Spielgeschehen genießen dürfen. Also was das Technische angeht, hat NFS Pro Street wirklich so einiges auf Lager gehabt und mich immer wieder irgendwie zum Verzweifeln gebracht, wenn ich dachte, jetzt bin ich Herr über das Spiel geworden. Nein, das Spiel hatte immer wieder irgendwas in petto, um mich zu überraschen. Aber ihr hört es vielleicht, umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir es wieder zum Laufen bekommen haben. Und ganz offensichtlich ja, das ist jetzt, ja, nicht so ein guter Lauf, egal. Also, dass es doch irgendwie dann doch im Endeffekt nochmal hingehauen hat. Da bin ich echt dankbar für. So, 2608, ich denke, die 3000 werden weiterhin Bestand haben. Aber, ja, 8000 Punkte, es kann sogar sein, dass wir einen Driftrennen nochmal doppelt machen müssen. Wäre dann wahrscheinlich der Drift, den ich offscreen nachgemacht habe, wegen des Bugs, wo ich ja im Let's Play nur Sechster geworden bin. Und, bin ich ja Erster geworden. Kann ich euch zeigen, wie ich der offscreen Erster geworden bin, aber dann müssen wir den nämlich nachholen, weil wir da keine Punkte mehr holen. Dann ist es einer von denen, wo wir Vierter geworden sind. Wobei die zweite Drifts da ja praktisch identisch waren. Naja, jetzt drehe ich mich hier im Kopf und Kragen. Können nochmal gucken, ob wir hier jetzt noch was rausholen mit ein bisschen langgezogeneren Drifts. Dann nochmal einen langen Drift-Bonus. Aber ich befürchte, an die 3000 kommen wir nicht ran. Das war schon ein sehr, sehr guter Wert. Aber müssen wir auch nicht. Also, die haben wir. Das ist der Sieg. Und der deutliche Sieg. So, 8000 Punkte. Ist ziemlich die Hälfte von den 16.000. Wir wollen ja natürlich unbedingt den Mond dominieren auf dem Weg zu Aki Kimura. Ja, bla bla bla, Takeshi Sato, Apex Light. Also die anderen Konkurrenten hier beim Drift, auf die muss man nicht so sehr eingehen, finde ich, weil Drift wirklich einzeln ist. Du weißt, die waren ungefähr Dinger um die 2,8. Wenn du auf 3 bist, bist du über denen. Wenn du auf 2,7 bist, wirst du nur Fünfter. Also, ja, es ist immer so dieses Hin und Her. So, jetzt müssen wir aber hier schon mal eine richtig fette Zeit, nicht nur einen Sieg, sondern auch eine richtig fette
Zeit rausknüppeln, habe ich gesehen, um hier tatsächlich dann den Sieg noch für uns ja zu beanspruchen. Aber die erste Runde ist sehr, sehr suboptimal gelaufen hier. Da werden wir sang- und klanglos erstmal letzter werden. Ich glaube, am Anfang kann man deutlich mehr rausholen. Auf dieser ja, anfänglichen Schikane da. Da ist deutlich Luft nach oben. Ja, aber es läuft. Das Spiel läuft. Die Leistungen laufen nicht mehr so ganz. Aber nach der Leidensgeschichte, die ich durchgemacht habe, ist das schon in Ordnung. So. So, wurde mir auch angeraten, mehr mit der Handbremse zu arbeiten. Das war jetzt aber, na, rückwärts, Kollege. Das war jetzt aber wieder sehr, sehr lausig, wie ich da gefahren bin. Irgendwie wollen sie mir auch nicht wirklich die Driftpunkte geben heute. So, 2510, am Ende kam nochmal ein Nitro-Drift obendrauf. Und da liegen wir sogar relativ gut im Feld. Vierter. Wird natürlich jetzt noch wahrscheinlich ein bisschen sich ändern, aber wir wollen auch nochmal was drauflegen. Der Anfang. Der Anfang ist noch zu schwach. Da geht noch deutlich mehr. So. Das ist mal meine Prognose hier. So. Nice. Genau das wollte ich. Einmal mit der Handbremse ein bisschen arbeiten. Und jetzt seht ihr, ist der Sieg hier schon wieder eingetütet. Schön lange auf der Handbremse da geblieben. Und im Endeffekt das dann wirklich souverän nach Hause geholt. So, Nitro Drift nochmal 4500 Punkte. Ich hoffe, jetzt damit kommen wir auf die 8600 Punkte. Erster sind wir natürlich. Ja, 9002. Und jetzt ist der Bug wieder da. Gut, ich hoffe, dass ich das irgendwie nochmal reproduzieren kann. Diese Leistung ist natürlich jetzt sehr, sehr schade. Aber ich sehe euch gleich wieder und dann hoffentlich, ja, ohne weitere technische Probleme. Bis gleich. So, dann sind wir nun also und jetzt sollten wir endlich die erforderlichen Punkte eingefahren haben, um dieses Event hier endlich zu beenden. Ja, dominiert 13.000, was nehmen wir? Hier, Totalschaden, Gutschein, kann ich gut gebrauchen und ich verlasse diesen Renntag sofort. Denn das war jetzt hier wirklich pure Horror in Tokio für mich. Wir haben ihn aber jetzt endlich dominiert, nachdem wir so viele technische Probleme hier hatten. Und ich hoffe mal, dass es dann in der nächsten Folge ein wenig ruhiger zugehen wird in Autopolis. Wir die Drifts auch ein bisschen besser hinbekommen. Und ja, wir dann zu Aki Kimura, dem Drift King, vorstoßen. In diesem Sinne, bis dann!